Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen, zu einem kleinen Let's Show heute, wo wir uns mal beschäftigen wollen mit der Steuerung. Deswegen auch im Folgentitel Einsteiger-Tipps, Einsteiger-Tipps zur Steuerung oder irgendwie so. Denn viele fragen mich und fragen sich, wie das eigentlich mit der Steuerung ist, weil einige kommen auch von Elite Dangerous oder spielen das und spielen jetzt auch mal Star Citizen oder so oder haben schon andere Raumschiff-Sachen gespielt und die Steuerung bei Star Citizen ist dann doch nochmal ein bisschen anders. Und deswegen mache ich jetzt immer so ein kleines, Tutorial ist vielleicht übertrieben, aber zumindest mal ein kleines Let's Show darüber, wie man da was umstellt oder einstellt und wie das Ganze am besten, jedenfalls aus meiner Sicht, funktioniert. Jeder muss natürlich für sich selber wissen, wie er die Steuerung macht. Ich spawn mal ein Schiff und dann fangen wir gleich an. Noch was Kleines mal nebenbei. Apropos Steuerung. Kennt ihr diese kleinen, wie heißen die, Knacki oder so? Diese kleinen Würstchen? Das sind so 5 Stück. Hier gibt es einen Supermarkt. 5 Stück oder 6 Stück nebeneinander in so einer eingeschweißten Folie. Kennt ihr das? Die sind richtig schrecklich. Warte mal, kurz mal ein Schiff spawnen. Was nehmen wir uns denn mal? Ach, ich nehme hier mal die Cutlass. Die ist eigentlich ganz gut geeignet. Ja, auf jeden Fall, bei diesen Würstchen habe ich mir gestern welche. Habe ich mir gestern welche gemacht. Und es gibt genau 2 Möglichkeiten, diese Packung zu öffnen. Genau 2. Erstens, mit der Schere. Und mit der Schere schneidest du unweigerlich und unvermeidbar in die Wurst. Es geht nicht anders. Und die zweite Möglichkeit, diese Packung zu öffnen, und das ist tatsächlich. Das ist eigentlich genial von der Industrie, ja, das so zu machen. Die zweite Möglichkeit ist nämlich, nicht eine Schere zu nutzen, sondern mit der Hand. Da sind an der Seite so kleine Einschnitte, ne? Und da kannst du mit der Hand aufreißen. Aber wenn du das machst, dann fällt immer, egal wie du es machst, eine der Würste raus. Und zwar in meinem Fall auf den dreckigen Fußboden. Und dadurch, dass die Würstchen so leicht nass sind, weil die sind in so einer Art, Gelee ist übertrieben, die sind halt so ein bisschen feucht außenrum, wenn es runterfällt, ist direkt der ganze Schmutz dran. Ne? Kennt ihr das? Das ist richtig, richtig gut gemacht von den Entwicklern dieser Verpackung, weil so musst du ja letztendlich, angenommen du willst 5 Würste essen. Ich meine, wer isst 5 Würste? Ich nicht, aber ne, nur mal so rein theoretisch. Du willst 5 Würste essen, dann musst du dir 2 Packungen kaufen, weil 2 Würstchen werden ja runterfallen, in jedem Päckel 1. Das heißt, du kaufst am Ende 10 Würste, hast aber in Wahrheit nur 8. So, wollte ich nochmal so erwähnen. So, ich fliege erstmal kurz weg und dann reden wir mal über die Steuerung im Spiel. Denn die ist deutlich besser als die Steuerung beim Öffnen dieser Wurstpackungen. Kauf die auch nicht mehr. Kauf jetzt einfach die ganz normalen, die eingeschweißt, also die nicht eingeschweißt sind, ne, sondern die vom Fleisch, die schmecken auch besser. So, mal kurz hier irgendwie mal wegdüsen. Wollen wir irgendwo hin, wo es schön ist? Wo ist es denn schön? Eigentlich ist es quasi überall schön. Ich nehme mal, natürlich, Daymar, mein Lieblingsmond. So. Ach ja. Ich mache es auch mal ganz bewusst kein Radio an, damit jeder sich ordentlich darauf konzentrieren kann, was ich hier zeige und was ich hier quatsche. So, ich stelle mich mal so ein bisschen seitlich, dass wir zur Sonne fliegen. So, na, darf ich? Ah, jetzt darf ich, okay. Okay, ja, also, die Steuerung. Vielleicht mal... Ganz allgemein. Ihr könnt die Steuerung natürlich jederzeit umstellen. Und ich habe auch ein bisschen was verändert, aber nicht viel. Und zwar habt ihr hier die Keybindings. Da könnt ihr hier so reingehen und dann seht ihr schon so überblicksmäßig, wo ist jetzt was. Das ist aber nicht besonders gut. Und ihr könnt hier auch, glaube ich, nichts verändern. Ne? Hier seht ihr quasi nur, was ihr wie eingestellt habt. Da fehlt aber auch eine ganze Menge. Hier seht ihr, alles, was hier grau ist, wird gar nicht berücksichtigt. Aber zum Beispiel hier auf F11 ist die Freundesliste, hätte man ruhig reinschreiben können. F12 ist der Chat und so weiter. Ne? Aber egal, also hier könnt ihr ja immer so ein bisschen kurz einen Blick drauf werfen. Wo war das nochmal? Ah ja, da. Aber ist es halt nicht alles da. So, alles andere findet ihr hier. Achso, ihr könnt auch hier auch umstellen, ne? On Food, dann ändert sich das hier. Aber wie gesagt, da fehlt halt eine ganze Menge. So, ihr könnt es umstellen, hier unten. So, das ist relativ umfangreich, muss man klar sagen. Und
ich zeige euch jetzt hier nicht alles im Detail, das könnt ihr euch in Ruhe ja angucken. Was viel wichtiger ist, ist, wie steuert man denn nun mit der Standardeinstellung das Schiff? Weil, ich nehme jetzt mal einen Spieler, der aus WoW kommt. Ne? Der, wenn er laufen will oder fahren will, dann hält er die W-Taste gedrückt. Und wenn er stoppen will, dann lässt er sie eben einfach los. Hier ist es ein bisschen anders. Ich drücke mal kurz auf, warte mal, ich bremse mal runter hier. Ich habe gerade wieder diesen lustigen Bug. So. Also, wir geben Gas im Schiff jetzt, indem wir W drücken. Aber das ist standardmäßig so eingestellt, dass wir den Schub anheben. Das heißt, ich drücke mal ganz kurz auf W. Und dann seht ihr, wir sind bei 2% Speed. Nochmal kurz. 3, 5, 6 und so weiter. Ne? Ihr könnt auch die W-Taste gedrückt halten, dann geht es halt hoch bis 100. Und dann hält er diese Geschwindigkeit. Das ist wichtig. Er hält diese Geschwindigkeit. Also wenn ihr... wenn euch das nicht gefällt, ihr könnt es auch umstellen. Im Endeffekt macht ihr hier nichts weiter als dem Computer im Schiff sagen, wie schnell ihr fliegen wollt, in Prozent. Das ist dann abhängig vom Schiff, wie viel es am Ende dann wirklich ist. Ne? Und mit S könnt ihr halt wieder runtergehen. Anders ist es zum Beispiel mit den Tasten A und D. Denn hier könnte man es vermuten, da ist es ja genauso. Das heißt, wenn ich jetzt D ein bisschen gedrückt halte, dann gebe ich ihm den Befehl, flieg so und so viel Prozent nach rechts und mit A flieg so und so viel Prozent nach links. Das ist aber nicht der Fall, sondern mit D, nur solange ihr es gedrückt haltet, das los und er stellt sich wieder auf normal. Das ist wichtig. Ihr könnt das umstellen und das zeige ich euch mal, weil ich weiß, dass es einige gerne möchten. Geht ihr hier rein, Flight und dann Movement. So, und jetzt müsst ihr mal gucken. Also hier haben wir Throttle Up, Throttle Down. Das ist W und S. So. Und jetzt kann man zum Beispiel hier, das ist ganz, ganz cool, habe ich noch gar nicht eingestellt, das kann ich mal machen. Ihr könnt, Entschuldigung, ihr könnt einen Double Tap einstellen. Also zum Beispiel sagen wir, ihr wollt jetzt nicht W gedrückt halten, weil die W-Taste wollt ihr unbedingt schonen vielleicht. Ja? Dann könnt ihr sagen, wir machen jetzt hier einen Double Tap. Achso. W. Warte mal, muss ich mal kurz selber gucken, wie das geht. Genau, Z Double Tap. Hallo? Achso, das ist Z, Entschuldigung. So. Also wenn unten Y steht, ganz kurz husten, Moment. So. Wenn unten Y steht, das ist halt englische Tastatur, dann müsst ihr... Z drücken bei euch. Oder umgekehrt, wenn unten Z steht, müsst ihr Y drücken. So. Also ich habe jetzt gesagt, Throttle Max ist Doppel-Tap auf W. Das können wir mal kurz probieren. Gehen wir hier runter. Und normalerweise würde ich jetzt W gedrückt halten. Ich mache aber jetzt doppelt auf W. Und dann springt er sofort auf die 100% und ich habe Max Speed. Das gleiche Spielchen könnt ihr natürlich auch machen. Gehen wir mal hier rein. Flight, Movement. So. Und zwar Throttle Zero. So, da könnt ihr jetzt hier S nehmen. Ja, ja, ja. Und einen Double Tap machen. Und in dem Fall würde das bedeuten, ich drücke doppelt auf S. Und er geht sofort runter auf 0. Harte Bremsung quasi, ne? Doppel S, harte Bremsung. Gut. Jetzt gibt es aber auch einige, die möchten das nicht, dass quasi der Speed immer dann gehalten wird. Und die wollen W gedrückt halten, solange wie sie Speed wollen und W loslassen, wenn sie keinen Speed mehr wollen. Auch das ist möglich, das ist gar kein Problem. Da müssen wir nur mal kurz, da muss ich selber ganz kurz gucken, wo das hier ist. Genau, und zwar ist das hier das Straven. Straven heißt, ihr gebt einen direkten Befehl in eine bestimmte Richtung kurz zu fliegen, solange wie ihr diesen Befehl gibt. Ja? Also, wir haben Left ist A und Right ist D. Soweit so klar. Jetzt können wir aber auch sagen Forward und Strafe Back. Das heißt, Forward ist nach vorne, also mit W könnte man es umbelegen, wenn man das will. Dann würdet ihr gerade ausfliegen quasi. Mit der 2 wäre das es hier in dem Fall. Und zurück wäre mit der 3. Können wir mal kurz testen. Drück mal die 2. Und ihr seht, ich habe Speed, aber trotzdem ist die Geschwindigkeitsanzeige, also hier dieses Ding, auf 0%. Das heißt, der Schiffscomputer hat keine Info, welche Geschwindigkeit ich gerne möchte, sondern ich sage einfach nur Vollspeed, einfach nur geradeaus. Wenn ich loslasse, dann geht er runter. Gleiches spiele ich mit der 3, kann ich rückwärts fliegen. Na, ihr seht's, gar kein Problem. So. Ich glaube, rückwärts fliegen mit einem Schiffscomputerbefehl geht generell nicht. Warte mal, können wir mal ganz kurz nachgucken, ob das auch geht. Aber ich glaube, das geht nicht. Throttle Max, hier ist Throttle Up, Throttle Down.
Nö. Nee, jetzt nicht. Genau. Also das ist vielleicht für einen oder anderen ganz wichtig. Also ihr könnt euch selber entscheiden. Wollt ihr mit W und S quasi geradeaus dauerhaft und oder eben, also, na, das ist blöd formuliert, wie, wollt ihr quasi die Geschwindigkeit festlegen mit W und S oder wollt ihr einfach nur euch bewegen mit W und S? Das ist nämlich ein Unterschied. So, das wollte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben, das ist ziemlich wichtig. Wenn ihr im, in einem Fahrzeug seid, ich glaube, weiß nicht genau, bei welchem das ist. Ich glaube, beim Ursa Rover. Und wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, ist es wieder anders. Da ist es so wie bei einer ganz normalen Bewegung, zum Beispiel in WoW oder in einem Shooter. W vorwärts, S rückwärts. Und das war's. Mehr ist dann nicht, ne? Aber wie gesagt, das könnt ihr euch in Ruhe alles umstellen und einstellen. Ich empfehle auf jeden Fall hier diesen Double-Tap. Der war früher auch mal standardmäßig. In der 263. Haben sie rausgenommen, weiß nicht warum. Aber, ja, macht ja nichts. So. Dann haben wir eine ganz, ganz wichtige Taste, nämlich die M-Taste. Die wird dann relevant, wenn ihr mit einem Kumpel zusammen eine Mission macht oder wenn ihr irgendwas begleiten sollt. Denn ihr könnt die Geschwindigkeit von eurem Target matchen, also quasi angleichen, und zwar live. Das heißt, ihr sagt dem Schiffskomputer, indem ihr das Target anwählt und dann auf M drückt, bitte gleiche immer die Geschwindigkeit ab. Ja, und wenn dann das Gegner, das andere Schiff bremst, dann bremst die automatisch auch und braucht dann nichts mehr machen. Das ist sehr, sehr angenehm. Wichtig, es ist noch ein bisschen buggy. Teilweise kriegt ihr das nicht so richtig hin und dann knallt man vielleicht ganz gerne mal in den Gegner rein. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Also immer schön die Hand auf der Tastatur lassen dabei. Aber damit könnt ihr wunderbar Escort-Missionen fliegen oder andere Dinge tun. Dann haben wir den Decoupled Mode. Und das haben, glaube ich, einige noch nicht so ganz verstanden, was das soll. Das ist aber, glaube ich, soweit die wichtigste Taste, die wir aktuell im Spiel haben. Wenn ihr kämpft zumindest. Weil, ich zeige es euch mal kurz. Ich kann jetzt dem Schiffskomputer sagen, er soll bitte mit Max Speed irgendwie in diese Richtung fliegen. So. Und nun wird es natürlich auch mal recht schnell rot im Cockpit, wenn ich jetzt mich entscheide, oh, ich fliege doch mal hier lang. Oh, nee, doch nicht. Ich fliege mal. Gut, jetzt hier in der Karte ist Black, hält sich noch in Grenzen, ne? Weil die recht träge ist, da ist es nicht so schlimm mit dem Rotwerden. Aber ihr kennt das ja von Aurora oder von kleineren Schiffen, da ist man ganz schnell im Rot-Sichtbereich. Das ist nicht schlimm, aber es ist nervig beim Kämpfen. So, wie kann man das Problem lösen? Naja, man decoupelt. Und decoupeln, also um das mal so zu, ich versuche es mal so zu erklären, ihr habt ja an dem Schiff verschiedene Triebwerke. Und das, es gibt gekappelt und decoupled. Das kann man so quasi sagen mit so einer Art automatischer Richtungsangleichung. Also wenn ihr jetzt sagt, ich gucke jetzt hier runter, ja, dann gleichen jetzt die Triebwerke alle automatisch ein und sorgen dafür, dass ihr auch genau in diese Richtung, wo ihr hinguckt, fliegt. Aber vielleicht will man das ja nicht. Vielleicht will ich ja in Richtung Planet fliegen und währenddessen mein Gegner, der hinter mir ist, wegballern. Könnte ja sein. Und dann mache ich das. Ich decouple mich, in meinem Fall jetzt mit X. Und jetzt haben die Triebwerke quasi diese automatische Angleichung nicht mehr. Das heißt, ich kann mich jetzt, während ich fliege, nicht auf die Geschwindigkeit gucken, die ist egal. Kann ich mich jetzt einfach umdrehen und kann hier rumballern. Ja? Gar kein Problem. Und ihr seht anhand der Geschwindigkeit, die ist es im Minus. Und ihr seht, ich fliege weiter in die Richtung, wohin ich will. Ne? Und das ist super angenehm, gerade beim Kämpfen. Weil ihr dann nicht dauernd euer ganzes Schiff moven müsst, sondern ihr könnt euch quasi einfach sozusagen in den Rücken legen, ja? Ihr fliegt quasi weiter in irgendeine Richtung und ballert einfach euren Gegner weg. Ganz wichtig beim Kämpfen. So. Und wenn ihr euch, und wenn ihr sagt, okay, also ihr könnt zum Beispiel auch anders machen, ihr könnt zum Beispiel auch während ihr decoupled seid, könnt ihr auch die Richtung ändern. Dann müsst ihr aber den Befehl dazu geben. Das heißt, W gedrückt halten. Nee, warte, stimmt nicht. Das wäre dann mit der 2. Oder 3, ja, in meinem Fall jetzt. Ihr seht, ich bin decoupled und ändere jetzt die Richtung. Und ihr seht anhand dieser kleinen, lustigen, weißen Striche da. Aha, wir fliegen jetzt nicht mehr Richtung Planet, ja, sondern wir fliegen jetzt in diese Richtung. Und was ihr eben auch machen könnt mit der ganzen Geschichte, ihr könnt eben, wenn ihr decoupled, könnt ihr aussteigen. Ne, das ist gar kein Problem, könnt ihr aber aussteigen. Und dann sollte auch normalerweise nichts passieren, da dreht das Schiff auch eigentlich nicht ab. Und es fliegt einfach nur straight in diese Richtung.
könnt ihr auf einem Schiff währenddessen rumlaufen und könnt ihr zum Beispiel während das Schiff fliegt in den Geschützturm gehen, eure Muni ist vielleicht alle oder eure Waffen sind kaputt und ihr wollt trotzdem noch weiterkämpfen, decoupelt euch, raus aus dem Pilotensitz, rein in den Geschützturm und weiter feuern. Geht. So. Also, decoupeln, ganz, ganz wichtiger Button. Legt ihn euch irgendwo vernünftig hin. Ich weiß nicht, wo er standardmäßig ist. Ich habe ihn umbelegt auf X. Aber das ist auch eigentlich egal. Also, Hauptsache, ihr habt den Button griffbereit. So, jetzt mache ich wieder an. Und sobald ich mich wieder kappel, gleicht er sofort wieder meine Richtung an in meine Sichtrichtung. So. Warum ist es gerade beim Kämpfen wichtig? Weil wir können nur auf Sicht schießen. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache mal kurz Free Look. Ich will jetzt, während ich kämpfe, dahin schießen. Ihr seht, geht nicht. Ja? Das heißt, ich schieße immer dahin, wo mein Fadenkreuz ist. Und das Fadenkreuz bewegt sich natürlich zwangsläufig mit dem Schiff mit, wenn ich mich bewege. Wenn ich mich aber decouple, so, nochmal kurz gedecoupelt, dann fliege ich weiter in die Richtung und kann eben hier frei schießen. Habe ich keinen Stress, weil ich mich weiterhin in die Richtung bewege, wo ich hin will. Ja? So. Kappeln wieder und wieder normale Flugbahn. Wunderbar. So, also das nochmal als wichtiger Hinweis an der Stelle zur Steuerung im Kampf vielleicht. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch, warte mal, ich gehe mal hier rein, die normalen Controls, da müsst ihr euch einfach mal durchlesen, was da alles geht. Da ist nämlich eine ganze Menge. Also wir haben den Free Look, in meinem Fall ist das jetzt hier F4. Wir haben die Möglichkeit, also wir können hier im Schiff, wie gesagt, mit der Alt-Taste in meinem Fall, ich weiß nicht, wo es normalerweise ist, bin ich gerade überfragt, kann ich jetzt hier einfach mich frei umgucken, kann hoch in die Sterne gucken, ohne das Schiff dabei zu steuern. Und ich kann ebenso auch in der Außenansicht Relook machen, ne? Das haben wir ja schon oft gesehen. So, im Schiff selber können wir natürlich noch Dinge steuern. Das geht natürlich wie immer mit der F-Taste. Da kriegen wir ja unser Fadenkreuz und dann kriegen wir einen dicken, fetten Finger, mit dem wir auf irgendwelche Knöpfchen drücken können. So, kann man auch reinzoomen hier mit dem Mausrad, wenn ihr das genauer lesen wollt. Und können es hier eben umschalten. Wir haben hier das Menü, da kann ich mir also auch andere Dinge hier drauflegen. Ne, auf das Display, Shields, was ich auch immer will. Energy war hier, glaube ich. Ne. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte hier jetzt gerne die Comms haben. Die sind jetzt bei mir hier... Upsala. Die sind bei mir jetzt hier links unten, ne? Kann ich mir also umbelegen, wenn ich das möchte. Ich weiß nicht, ob er sich das speichert. Das habe ich noch nicht getestet. Aber das könnt ihr tun, ne? Weil ihr sagt zum Beispiel, okay, ich lande so oft, ich will das ein bisschen näher haben und da unten links sehe ich so schlecht. Könnt ihr es euch einfach hier auf das Display legen. Auf das hier geht, glaube ich, nicht. Nee, genau. So, und dann habt ihr eben hier bei den Comms, habt ihr eure Targets, die verfügbar sind oder irgendwelche Landepads und andere Dinge, habe ich jetzt hier gerade nichts, ne? Aber das aktualisiert sich ja automatisch. So. Was haben wir noch? Open Exterior. Nee, ganz bestimmt nicht. Wir haben noch den Eject-Knopf. Da muss ich selber gucken, wo der ist, weil den benutze ich eigentlich nie. Flight Cockpit müsste das sein. Self-Destruct, also könnte man sich jetzt nochmal belegen. Eject, da ist es, Eject. Ja, auf was legen wir uns denn das hier? Und zwar würde ich sagen, wir machen mal H. Double Tap H. Wobei, das ist eigentlich dumm, ne? Das wird so gar nicht funktionieren. Ich glaube, wenn ich einmal kurz auf H drücke, dann steigt das schon aus, oder? Ja. Dann ist schon der Befehl fürs Aussteigen da. Ich weiß nicht, ob das trotzdem geht. Wir können es mal probieren. Für solche Sachen würde ich immer einen Double Tap nehmen an eurer Stelle. Einfach zur Sicherheit, dass man da nicht aus Versehen mal... Ich probiere es mal, ob es überhaupt geht. Your flares are online. Your chaff is online. Was? Double H? Okay, macht er nicht. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht auch noch machen kann mit gedrückt halten. Warte mal. Double Tap, ne. Press to unbind, machen wir wieder raus hier. Wir machen mal. Was machen wir denn mal rein? Das ist halt immer die Frage, was nicht belegt ist, ne? Versuch's mal mit der Taste hier. Backslash Double Tap. Okay, ja, Backslash. Aber geht hier auch nicht. Also, wir haben hier. Das Ding dürfte auch gar kein Eject haben, muss ich sagen.
Müsste man jetzt mal testen mit dem Schiff, was auch Eject hat. Aber das war zumindest jetzt nicht belegt. Im Prinzip, da geht es darum, dass ihr euch raussprengt. Ne? Wenn, ich weiß nicht, warum man das aktuell tun sollte, aber ist vielleicht später ganz interessant. Ne? So, was haben wir noch? Self-Destruct, ja. Increase Cooler Rate, Decrease Cooler Rate, also da kann man alle Ziele sich einstellen. Ihr könnt auch vom Cockpit aus mit dem Hotkey die Türen öffnen, Flight Systems Ready, könnt ihr euch auch belegen. Also ihr könnt das alles frei belegen, ihr müsst nicht klicken im Interface, also mit der Maus und F gedrückt halten. Ihr könnt euch das frei belegen, aber irgendwann wird es einfach dann too much mit den ganzen Knöpfen. Ne? So, View ist klar, wollen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Movement haben wir, soweit eigentlich alles Wichtige dabei. Match Target. Vielleicht nochmal, warte mal, das ist nochmal wichtig. Targeting, genau. So. Ich hab, also ihr wisst ja, dass ich WoW spiele und ich habe mir angewöhnt, mit der Tab-Taste in WoW zu arbeiten. Das heißt, ich tappe in WoW meine Targets durch, und zwar die gegnerischen Targets. Und das geht hier auch. Ich kann hier also auf die Tab-Taste mir das belegen. Target nearest hostile. Also nimm den nächstmöglichen Gegner, der in Range ist, ins Target. Das ist sehr, sehr hilfreich. Das gleiche geht auch mit Friendly Targets. Allerdings gibt es da nicht den, den nahegelegensten, sondern in dem Fall hier Friendly Targets. So, und die Friendly Targets habe ich jetzt auf Z gelegt und die gegnerischen Targets kann man auch durchtappen quasi mit Y, aber das kann ich eigentlich auch hier rausnehmen, das brauche ich nämlich nicht. Mache ich lieber nur das hier, weil ich tappe dann einfach nur, ne? Scanning Mode Toggle. Können wir das hier theoretisch mal auf Y legen? Relook. Warte, ja, doch, passt. Achso, warte. Für die englische Tastatur. So. Ja. Also das ist noch wichtig, ne, dass ihr auch die Targets entsprechend antappen könnt, oder ich sag mal antappen, also ins Target nehmen könnt, und eben auch die freundlichen dafür, dass ihr dann matchen könnt. Weil ich würde jetzt einfach dann hier sagen, Cycle-Friendly Targets wäre jetzt Z, also Y in Wahrheit, ne, mit Y, ist halt wie gerade immer vertauscht. Und dann kann ich eben dann auf M drücken und dann habe ich mein Target, also meinen Verbündeten da im Target und kann ihn verfolgen mit der gleichen Geschwindigkeit. So, die Turrets wollen wir jetzt nicht hier angucken, das ist alles jetzt nicht so wichtig. Die Weapons sind nochmal ganz interessant. Wir haben ja bei manchen Schiffen zwei Waffen. Button 1 ist immer die linke Maustaste, Button 2 ist die rechte Maustaste. Und Missile Lock ist... Also sowohl das Locken als auch das Abschießen ist beides auf dem Mausrad. So, und das wollte ich eh schon lange mal umstellen. Denn ich habe an meiner Maus noch ein paar andere Knöpfe. Und ich würde schon sagen, dass Acquiren ist okay auf dem Mausrad. Aber das hier nicht. Und das lege ich mir jetzt mal auf den Button 4. Ne? Dass ich da zack schnell machen kann. So, also wie gesagt, das müsst ihr euch selber mal angucken. Shield Rates, also ihr könnt auch die Schildkontrolle euch belegen. Da müsst ihr euch einfach mal ganz in Ruhe mal ein, zwei Stündchen wird das auch dauern, hinsetzen, probieren und euch das mal ganz in Ruhe einstellen. Wichtig, ganz wichtig, das alles wird in eurem Ordner gespeichert. Also wenn ihr euch, warte, ich kann es euch ja gleich mal zeigen, weil ich suche mal ganz kurz einen Ordner raus. Sonst wisst ihr wieder nicht, was ich meine. Wo ist denn hier C? Habe ich das auf C? Ne, wo ist es denn? Auf meiner SSD? Da. Lalalala. User. Controls. Genau, warte, ich blende euch mal ganz kurz eine Bildschirmaufnahme ein. Sekunde. So. Also. Hier habe ich jetzt. Genau, hier habe ich jetzt meinen Star Citizen Ordner, den ganz normalen, hier, ne, Star Citizen Live und dann hier auf User und habe hier dann die Controls, Mappings, ist leer, okay, ist leer, ich weiß nicht warum, aber Profiles, wo sind das denn drin? Action Maps, Profiles, naja, auf jeden Fall, ist auch egal, wo es ist, einfach diesen User Ordner, wenn ihr fertig seid, einfach den ganzen User Ordner kopieren und euch irgendwo abspeichern und dann ist gut. So, warte, so. Ne? Dass ihr euch diese Controls quasi belegt habt. Wichtig nochmal, es kann sein, dass sie dann die Controls trotzdem verändern und euer Dingens, da was ihr euch dann gespeichert habt, nicht so richtig funktioniert.
Aber da habt ihr zumindest ein bisschen was am Start. Ne? Anstatt das quasi alles wieder verloren zu haben. So. Okay. Haben wir noch was Interessantes? Ja, Social. Also für alle, die mit Freunden zusammen spielen wollen oder auch für euch, die bei mir mit in der Community drin sind. Ihr könnt euer Freundesmenü öffnen mit F11. So, habe ich jetzt hier ein paar. Und nun ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Ich kann ja da nicht, ne? Ich kann da nichts machen. Aber dafür gibt es eine wunderbare Taste, nämlich die Alt-GR-Taste, also die rechts neben der Leertaste ist. Drücken und dann habt ihr hier eine Maus und könnt dann hier eure Freunde einladen und mit denen zocken. Und könnt hier auch neue Freunde hinzufügen. Also ein wunderbares Freundschaftsmenü quasi. Alt-GR nochmal drücken, dann ist die Maus weg. Und F11 ist die Friendlist wieder weg. Chat geht mit F12 normalerweise. Bei mir gerade nicht. Weiß nicht warum. AD braucht man aktuell eigentlich eh nicht. So sehr. Und ihr könnt, wenn ihr mit Leuten zusammen reingeht ins Spiel, dann ist es am besten, macht euch in eine Gruppe auf. Bei dem Hauptmenü, dann muss dein Gruppenleader auf den Server gehen und dann bekommt ihr direkt eine Einblendung als Mitglieder der Gruppe. Blablabla, hat einen Server betreten, möchtest du nachjoinen? Und dann will er irgendwas mit einer eckigen Klammer im Standard haben. Und die Tastenkombination ist vollkommen natürlich, die haben wir alle auch schon in der Kindheit gelernt, nämlich Shift-Ü. Das heißt, mit Shift-Ü könnt ihr eurem Freund nachjoinen oder eine Freundesanfrage annehmen oder eine Einladung annehmen und so weiter. Also immer Shift-Ü. Das könnt ihr euch auch umbelegen. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist nämlich ein bisschen eine sehr, sehr, sehr seltsame Einstellung. Social Invites. Accept Invite Left Bracket. Das ist also auf der US-amerikanischen Tastatur oder englischen Tastatur ist das quasi die linke, also die eckige Klammer auf. Und das ist aber Unsinn. Also es ist Shift-Ü. Könnt ihr euch aber nochmal umbelegen. Also das ist, ihr müsst halt immer bedenken, welche Tastatur ihr habt. Weil, soweit ich weiß, kann ich noch nicht sagen, deutsche Tastatur. Macht das aktuell noch nicht. So. Okay. Das soll es auch eigentlich gewesen sein mit der Steuerung. Ansonsten, ja, es steuert sich eigentlich relativ normal, ne? Also wir haben da jetzt hier nichts Specialiges, was sich jetzt stark unterscheidet von anderen Spielen. Es ist nur ein bisschen Gewöhnungssache, ne, sag ich jetzt mal. Das ist aber relativ eingängig. Wenn man das ein paar Stunden lang spielt, hat man das echt gut raus, alles. Ne? So. Ja, könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt für ordentliche Einstellungen. Achso, ihr könnt das auch alles mit dem Controller spielen, habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ne? Ihr könnt das hier, Keyboard, Maus, Gamepad zum Beispiel. Und da habe ich jetzt, ich habe halt keinen Xbox-Controller, ich habe halt einen PS4-Controller, aber ist ja quasi dasselbe. Und dann seht ihr hier auch, wie hier alles belegt ist. Könnt ihr auch umbelegen, glaube ich. Oder? Controller-Profiles... Ja, kann man umbelegen? Ah ja, doch, genau. Er hat sie direkt genommen, okay. Also könnt ihr euch hier alles machen. Allerdings, und das muss ich euch gleich vorab, den Zahn muss ich euch direkt ziehen. Der Controller hat leider nicht genügend Knöpfe, um vernünftig das Ding zu steuern. Das ist so ein bisschen wie, wenn man WoW mit dem Controller spielt. Es geht zwar, aber es ist nicht besonders geil. Weil viele Einstellungen, die sind dann mit irgendwelchen Tastenkombinationen zusammengewurschtelt, das ist noch nicht so richtig geil. Aber es geht. Das ist das Wichtigste erstmal, es geht. Und sie werden das sicherlich nochmal optimieren. Keyboard, Maus, Gamepad und wir haben auch Joystick. Also Joystick geht auch. Man müsste es, glaube ich, mit zwei Joysticks spielen. Aber da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Wie gesagt, wenn ihr coole Ideen habt für coole Einstellungsmöglichkeiten mit Tastatur, Maus und jetzt auch gerne mit Gamepad, dann schreibt das mal auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr sagt, okay, die und die Kombi, die liegt gut miteinander, das muss man auch mal ein bisschen ausprobieren, ne? Was man gut erreichen kann, gerade beim Controller, was Sinn macht und so weiter. Aber da gibt es bestimmt welche, die haben da noch viel mehr Ahnung als ich und auch viel mehr schon probiert als ich. So, lange Rede. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Achso, einen Button wollte ich noch ganz kurz, bevor wir jetzt aufhören. Freelook, ja, wenn ihr hier euch frei bewegt mit der Alt-Taste in meinem Fall. Ihr könnt die auch einmal kurz drücken, dann seid ihr im permanenten Freelook. Ne, da müsst ihr die nicht down gedrückt halten. Dann könnt ihr hier einfach schwubbeln und wubbeln. Und wenn ihr sie nochmal kurz drückt, dann seid ihr wieder im Normalmodus und dann bewegt ihr wieder das ganze Schiff. So, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß weiterhin mit Star Citizen.
Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there would rain. Some go.